Und das war's im Endeffekt. Und jetzt wird es Zeit, dass wir dann noch ein bisschen Richtung Turm ausbauen. Ah, dann gucken wir mal. So, hier machen wir eine Sandkiste raus. Sand, Sandstein. Alles, was dazugehört. Dann räumen wir den Rest hier erstmal raus. So, das bisschen Eisen, was wir da haben, das können wir auch gleich in den Ofen packen. Na, da. Das heißt, wir haben jetzt die nächste Kiste angefangen. So, hier haben wir wieder gefärbten Ton. So. Jetzt legen wir auch hier gleich erstmal wieder alles rein, was wir jetzt nicht akut brauchen. Also im Endeffekt der ganze Mist hier unten. Das hier, das hier, das hier und das. Das Ei kann ich auch schon wegräumen. Das wär's. Hier haben wir noch mehr Sand für die Sandkiste. Kies. Pack die Sachen lieber so ein, dann stapeln sie sich direkt. Ein bisschen Leder, ein bisschen Fleisch. Ah, was ein Chaos. Ton, Ton, Ton. Inventar voll. Ich glaube, Orange haben wir noch am meisten über an Ton. So. Für die Sandkiste. Unsere Inventarkiste wird langsam auch voll. Aber wir haben einiges an Ausrüstung gedroppt. Nicht wirklich tolle Ausrüstung, aber immerhin Ausrüstung. So, in die Dropkiste wandert jetzt der Rest rein. Und wieder ein bisschen Kies. Oh, ich habe noch einen Farbstoff da drin. Okay, hier machen wir jetzt erstmal einmal voll. Haben wir die Kiste auch fast leer. Ton, Ton. Noch mehr Ton. Ich glaube, jetzt langsam haben wir einen Grund reingekriegt. Sand und Sandstein haben wir hier noch ein bisschen was. Hier haben wir noch Holz drin. Boah, Sand wird uns so schnell hier nicht ausgehen. Da haben wir gut vorgesorgt. So, jetzt sammle ich mal die Kiste hier komplett leer. Und pack dort mal alles rein, was irgendwie Glas oder Wolle ist. Wir hätten ja auch noch den Farbstoff reinpacken können, das weiß ich noch nicht. Das hängt dann davon ab, wie viel Platz wir noch haben. Wolle. Das ist Ton. Das ist Ton. Das ist Wolle. Wolle. So. Da haben wir noch Glas. Was in die anderen Kisten kommt, packe ich jetzt mal hier nach unten hin. Theoretisch kann ich das jetzt auch einfach hier mit reinknallen, so. Eine Kiste für Stein brauchen wir auf jeden Fall noch. Da kann man eigentlich die hier gleich nehmen. Dann haben wir Stein, da haben wir noch mehr Stein. Wir hätten sogar noch Stein. Ach ja, stimmt, das hatte ich ja gerade aus dem Ofen geholt. So.
So. Die Sandkiste und die Glaskiste. Haben wir noch Wolle. Gebrannter Ton. Ein paar Kürbisse. In der Zeit hat Lena wahrscheinlich das Haus da fertig gebaut, die ich jetzt zum Sortieren brauche. Noch nicht ganz. Aber ich brauche ja hier auch noch ein bisschen. Okay, dann bestimmt. Nee, hier hin. So. Buntes Glas, buntes Glas. Teppich, Teppich. Teppich, Teppich. Weißer Lehm, brauner Lehm, Netherziegel kommt zu Steinen. Was kann hier dann mit rein? Hier oben kann eigentlich Sonstiges rein. Kohleblöcke, Glowstone, Farbstoff. Zack, 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 zack. Glowstone-Blöcke. Haben wir sogar noch ein bisschen Holz hier drin gehabt. Diamanten packe ich einfach mal in die Werkzeugkiste mit rein. Die brauchen wir ja ständig. Kohle kann dort auch mit rein, genau wie Stöckchen. Und finden was zumindest, auch wenn die Kiste jetzt sehr bedrängt aussieht. Und hier für die Holzkiste. Für die Lehmkiste. So rum. Kommt auch wieder hier hin. Das kommt dort drauf. Warum haben wir... Ach ja, stimmt, wir brauchten zwischendurch Druckplatten. Wolle. Was ist mit dieser Wolle los? Ach so, das ist hellgrau und das ist... Lässt sich ja nicht stapeln. Und das ist dann hier der letzte Rest. So, hier packe ich jetzt einfach alles hin, was wir irgendwie gekraftet haben, so aus Holz. Einfach damit ich jetzt hier den letzten Platz habe. So, und jetzt wird der finale Mist hier wegsortiert. So, Kohle haben wir wirklich noch genug hier. Und das Zeug kann hier rein. Der Schleimblock. Okay. Hier, nix. Hier haben wir noch buntes Glas. So. Das und das und das. Und da ist Lena wieder. Wieder unsichtbare Blöcke gehabt. Komisch. Ah.
Hier haben wir noch braunes gefärbtes Glas. Das ist ja so derbe hässlich in dem Texture Pack. Hier ist die Steinkiste. Können wir das Quarz noch mit reinpacken? So, damit haben wir vorerst unsere Kisten wieder mal aufgeräumt. Ah, du hast sogar den Halbsteinweg hier fortgeführt. Ist ja schön. Wieso habe ich den nicht platt gekriegt? Ey, hau ab, hau ab, hau ab. So, dann gehen wir doch mal rein. Drin ist es wahrscheinlich gemütlicher als draußen. Um diese Uhrzeit. Oh ja, eine Sitzecke, Öfen stehen hier. Sieht doch ganz gemütlich aus. Hoch. Oh, das Dach gefällt mir. Schön zweifarbig. Ich brauche zwei, drei Dreckklumpen. Oh, ich verzichte auf die zwei, drei Dreckklumpen. Ich hole sie von hier. Hier ist friedlich. Oh, friedlich ist anders. So. Ich helfe ihr da einfach mal. So. Du hattest dort eine Glasscheibe überhängen, die habe ich dir mal schnell abgebaut. NP. So, dann setzen wir mal hier ein paar Fackeln dran. In dieser Gasse reicht es theoretisch, wenn wir nur hier dranhängen. Ah, Dragonfly ist auch nicht gerade so der Fackelexperte. Wenn man sich das hier anschaut. So, damit sollte es schon um einiges friedlicher hier werden. So, jetzt verschaffen wir uns doch mal einen guten Ausblick. Und einen guten Ausblick hat man ja normalerweise von oben. Wie jeder weiß. Und deshalb erklimmen wir jetzt mal unseren Megatower. Und gucken uns das Ganze mal von oben an. Wie die neuen Gebäude jetzt so aussehen. Das heißt, wenn wir denn den Weg nach oben finden. Naja, zur Not könnten wir ja unsere Leitern nehmen, die wir da irgendwann mal dran gesetzt haben.
Hier kommen wir doch schon nach. Nee, eine noch höher.